uns zurück in die Stadt. Shirley ist in Gefahr. Was für dich betrogen, du was? James! James, nein! Das ist ein Salat hier! Stopp! Kurze Unterbrechung rein, Stefanie. Ja, hallo, hier ist nochmal der Schauplatz. Störung im Sendernetz des Fernsehens. Das allabendliche Unterhaltungsprogramm von Millionen Zuschauern ist in Gefahr. Die Mannschaft des Hamburger Fernsehturms ist fieberhaft auf Fehlersuche in einem Netz aus unsichtbaren Wellen, den Hertzschen Radiowellen. Ja, vermutlich ein Richtfunkausfall. Mal frei abfahren. Du Arbeiter ist jetzt wieder da, du. Alles wieder in Ordnung. Erstmals nachgewiesen wurden diese Wellen zu einer Zeit, als man sich noch mit Winksignalen von Schiff zu Schiff verständigte. In der Hansestadt Hamburg wurde am 22. Februar 1857 Heinrich Hertz geboren, hier rechts im Bild mit seinem Bruder. Die Familie, Vater Gustav Ferdinand und Mutter Anna Elisabeth, war wohlhabend und angesehen. Der junge Heinrich zeichnete sich durch vielseitige Begabungen aus, die durch seine Familie nachhaltig gefördert wurden. Nach dem Abitur entschloss er sich zu einem Ingenieurstudium, nicht zuletzt auf Wunsch des Vaters. Von der elterlichen Villa kam er über Umwege nach Berlin, wo er bei dem bekannten Hermann von Helmholtz Physik studierte und später auch assistierte. 1884 erhielt er einen Ruf als Professor an die Technische Hochschule von Karlsruhe. Vorlesungen liebte Professor Hertz nur wenig. Viel lieber widmete er sich seinen Experimenten. Einige seiner Versuche gründeten auf der Theorie des schottischen Forschers James Maxwell. Dieser hatte in seinen berühmten Gleichungen die These aufgestellt, dass das sichtbare Licht ein Ausschnitt aus dem elektromagnetischen Wellenspektrum mit einer genau definierten Wellenlänge sei und darüber hinaus weitere elektromagnetische Wellen existieren würden. Hertz untersuchte ein neues Phänomen. Bei der Entladung eines Funkeninduktors sprangen kleine Fünkchen auf eine daneben stehende Spule über. Das schien das Vorhandensein von elektromagnetischen Wellen anzudeuten. Fangen wir an. Mit seinem Assistenten begann er, dieses Phänomen systematisch zu untersuchen und baute eine Anlage mit einer Art Sender links und Empfänger rechts im Bild. Hertz nähert sich dem Sender. Da, etwa in der Entfernung von 2 Metern, beginnt auch der Empfänger wie von Geisterhand mit der Funkenentladung. Hertz ist sich sicher, unsichtbare elektromagnetische Wellen sind dafür verantwortlich. Sie breiten sich wellenförmig im Raum aus und übertragen die Spannungen, die am Empfänger den Funken aktivieren. Als erster erfuhr Helmholtz von den sensationellen Ergebnissen. Sein Kommentar: Bravo. Er war es auch, der für die Veröffentlichung der Experimente sorgte. Hertz forschte weiter mit Energie und Geduld. Einmal schrieb er an seine Eltern: Ich arbeite denn auch ganz wie ein Fabrikarbeiter. Da ich jeden Handgriff 1000-mal zu wiederholen habe, so dass ich stundenlang nichts tue, als ein Loch neben dem anderen zu bohren. Seinem Vater, der inzwischen Senator der Hansestadt Hamburg geworden war, berichtete er vom Fortschritt seiner Forschungen. Wenn es stimmte, dass elektromagnetische Erscheinungen wirklich Wellencharakter hatten, dann mussten sich daran auch die typischen Wellenerscheinungen wie Reflexion und Interferenz nachweisen lassen. Ende 1888. Hertz experimentiert wieder im Hörsaal. Er will beweisen, dass sich elektromagnetische Wellen tatsächlich an einem Metallspiegel reflektieren lassen.
Die gesamte Länge des Raumes wird für die Versuche benötigt, weil Hertz mit der von ihm konstruierten Anlage, links der Sender, rechts der Empfänger, nur Radiostrahlen mit einer Wellenlänge von etwa 60 Zentimetern erzeugen kann. Die Skizze für die Versuchsanordnung, Bankreihen. Am hinteren Ende des Raumes soll, wie Hertz markiert, der Reflektor aufgestellt werden, eine 2 Meter hohe Zinkplatte. Der Raum muss vollständig verdunkelt werden, um die schwachen Lichterscheinungen am Empfänger überhaupt wahrnehmen zu können. Manchmal dauert es Stunden, bis Hertz und sein Assistent ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Wieder wird der Induktor angestellt. Die elektromagnetische Strahlung breitet sich aus. Die Wellen treffen auf die Zinkplatte, werden daran reflektiert, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, und treffen auf den Empfänger. Jetzt tritt der Assistent in den Strahlengang. Der menschliche Körper absorbiert die Wellen. Das Ergebnis: kein Funken am Empfänger. Mit diesen und den folgenden Experimenten gelang Hertz der Nachweis über den Charakter der elektromagnetischen Wellen. Eine für uns heute sehr wichtige Eigenschaft sind die Interferenzen. Das sind Störungen oder Verstärkungen unseres Radio- oder Fernsehempfangs. Eine Welle erreicht unsere Antenne. Wir empfangen ein Signal. Eine weitere, zum Beispiel durch Reflexion entstandene Welle kommt hinzu. Schwingt sie gleichgerichtet zur ersten, dann verstärkt sich der Empfang. Schwingt sie jedoch gegenläufig, dann löschen sich Berg und Tal der Wellen aus. Der Empfang ist stark gestört. Doch zurück zu unserem Forscher. Der inzwischen weltberühmte Hertz wechselte 1889 an die Bonner Universität. Hier schloss er auch die Arbeit an seinem grundlegenden theoretischen Buch »Die Prinzipien der Mechanik« ab. Das Erscheinen 1894 erlebte er nicht mehr. Er starb kurz vor seinem 37. Geburtstag an den Folgen einer schleichenden Blutvergiftung. Im Angesicht des Todes schrieb er den Eltern: »Wenn mir etwas geschieht, so solltet ihr nicht trauern, sondern ein wenig stolz sein und denken, dass ich zu den Auserwählten gehöre, die nur kurz leben und doch genug.« Die Wissenschaft würdigte Hertz, indem sie seinen Namen zur Maßeinheit für die Frequenz machte. Ein Hertz entspricht einer Schwingung pro Sekunde. Unser Stromnetz arbeitet mit 50 Hertz. Das entspricht einer Wellenlänge von 6000 Kilometern. Um den Faktor 10 kürzer sind die Wellen der Niederfrequenztechnik. Im Spektrum folgen die Rundfunk- und Fernsehfrequenzen. Radar gehört zu den Mikrowellen. Wärmestrahlung zum Infrarotbereich. Noch kurzwelliger das sichtbare Licht und die ultraviolette Strahlung. Die kürzesten Wellen sind die Röntgen- und die Gammastrahlen. Die Hertzsche Entdeckung wurde von anderen aufgegriffen und nutzbar gemacht. Der Italiener Marconi kam als erster auf den Gedanken, die Hertzschen Radiowellen auch für die Nachrichtenübertragung zu nutzen. Den Coherer von Edouard Branly setzte er als Empfänger ein. Damals im Wettbewerb mit Marconi der Russe Alexander Popow. Zu dieser Zeit war noch Dampfkraft erforderlich, um die Energie für die neumodische drahtlose Telegrafie zu erzeugen. Nach den ersten Knallfunkenapparaten brachte die Erfindung des Löschfunkensenders höhere Leistungen und damit größere Reichweite der Übertragung. Die Verstärkerröhre, die von dem Österreicher Robert von Lieben entwickelt wurde, erlaubte es, Radiowellen auch für die Übertragung von Sprache und Musik zu nutzen. Die Rundfunktechnik entstand und mit ihr die ersten Radioprogramme. Und nun bringen wir eine Übertragung aus dem Opernhaus. Es war einmal ein Wald.
Das Medienzeitalter begann beschwingt. Der Höhepunkt der heutigen Rennen in Hoppegarten ist zweifellos das Zusammentreffen. Aber nicht nur Töne, bald ließen sich auch Bilder mit Radiowellen übertragen. 1935 wurde in Deutschland der erste regelmäßige Fernsehdienst eröffnet. Alles live und ohne Konserve. Berichterstattung aus der Berliner Galopprennbahn. Isabella, jetzt geht es in den Einlaufsbogen. Unverändert ist die Spitzengruppe. Das Publikum ist bis aufs Höchste erregt. Eine ungeheure Überraschung droht. Jetzt stürmt die Außenseiterin Vineta vom vierten Platz aus nach vorn. Ruckartig wirft sie ihr Reiter an allen Gegnern vorbei. Jetzt führt Vineta, dahinter Marschall vorwärts. Ein toller Endkampf setzt ein. In wenigen Jahrzehnten entstanden rund um die Welt unzählige Hörfunk- und Fernsehsender, die ihre Programme über Radiowellen auf unterschiedlichen Frequenzen durch die Luft übertragen. Unsichtbar breiten sie sich in der Atmosphäre aus. Nur mit Hilfe von Empfangsantennen lassen sie sich wieder in wahrnehmbare Töne und Bilder umsetzen. Senderichtungen Westafrika, Südamerika, Australien, Nordamerika, Nah- oder Fernost. Doch nicht nur Rundfunksender nutzen heute Radiowellen. Auch Funkdienste senden auf einem Teil der Frequenzen. Auf anderen können wir drahtlos telefonieren. Die totale Erreichbarkeit. Telekommunikation in Vollendung oder eher Schreckensszenario? Längst ist die Funktechnik aus dem Bereich der Erde hinausgetreten. Weil die Atmosphäre für viele Radiowellen durchlässig ist, können Satelliten als Übertragungsbasis genutzt werden. Von einer Rakete in ihre Umlaufbahn geschossen, erlauben sie die Übertragung von Telefongesprächen über die Ozeane hinweg. Mit ihnen können aber auch Fernsehsendungen rund um den Globus live ausgestrahlt werden. Große Bodenstationen funken ein TV-Programm über Parabolspiegel zum Satelliten. Dieser überträgt es dann über den halben Globus hinweg wieder zur Erde. Der Parabolspiegel, Symbol des Satellitenzeitalters. Heute gibt es mehrere hundert Nachrichtensatelliten in Umlaufbahnen, die alle über Funk mit der Erde kommunizieren. Radiowellen werden nicht nur vom Menschen künstlich erzeugt, das gesamte Universum ist erfüllt davon. Viele Sterne und Galaxien strahlen in dem für das Auge unsichtbaren Radiolicht. Radioteleskope wie dieses in Effelsberg sind speziell für die Erforschung solcher Himmelskörper gebaut. Die Radioastronomie ermöglicht uns nicht nur einen Blick in den unsichtbaren Kosmos, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zu Erkenntnissen über die Geschichte und Entwicklung des gesamten Universums. Zu sehen hier das Radiolicht, das vom Zentrum unserer Milchstraße ausgesandt wird. Die Herzschen Wellen, ein Schlüssel zum Verständnis der Welt, in der wir leben.